Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Empire at War mit der Rebellionskampagne. Wir waren in der letzten Folge hier auf Phyresia, wir müssen die X-Wings zurückerobern und unsere Panzer stehen unter schwerem Beschuss. Und unsere Infanteristen rücken jetzt durch. Ja, und ihr hier bleibt. Und ihr da stehen, da schießt. Also ihr fahrt jetzt da durch und zerstört mir diesen Punkt. Oh oh. Okay, die Energie wurde zerstört und das ist ein Fahrzeugschützturm. Der hätte unsere Panzer jetzt instant getötet. Und wenn ich sage instant, meine ich instant. Wir zerlegen jetzt einfach hier alle Gebäude, die uns über den Weg laufen. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Nicht so weit nach vorne rennen. Verstanden. Hier ist Land. Wenn es euch nichts ausmacht, könntet ihr. Dankeschön. So, wir zermalmen jetzt einfach alles, was uns in die Quere kommt. Da uns auf jeden Fall noch Abwehrtürme in die Quere kommen werden. Und natürlich Infanterie. So, die Piloten bleiben mal ein bisschen in der Nähe. So, dass sie aus der Schusslinie geraten, aber nicht. Ja, hier müssen wir jetzt ganz dringend die Abwehrtürme zerlegen. Boah, das war knapp. Okay, erobert mir diesen Punkt und schickt uns die Piloten mal hier rüber. Setzt mehr Truppen ab. Wenn die Landezone fällt, ist die Mission gelaufen, bevor sie begonnen hat. Noch mehr Truppen. Wir sind schon beim Maximum. Okay, ihr müsst hier die Truppen binden. Okay, wir verlieren gut Truppen. So, unsere Soldaten sind hier und haben die Landezone in Beschlag genommen. Die imperialen Sturmtruppe hier halten die Zone noch gut gegen uns. Auch wenn wir jetzt inzwischen ziemlich weit vorgestoßen sind. Wir nehmen mal ein kleines T2B Sturmtrupp. Aus 4 Panzern, die schon mal vorausgehen. Eventuelle Sturmtruppen zerlegen. Na gut, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt zerstören. Aber wenn die vier hier fertig sind, könnt ihr mal vorrücken und dann könnt ihr 8 zusammen hier mal gut, die Panzer kommen angerückt. Okay, wir lassen die Infanterie mal hier. Ich habe einen X-Wing erreicht. Beginne Startsequenz. Abbrechen! Startsequenz abbrechen! Ich habe überall Flugabwehrtürme geortet. Die müssen erst zerstört werden. Beseitigt diese Flugabwehrtürme. Erwarte Befehle. Hauptgeschütze aufgeladen. Okay, wir haben jetzt überall Flugabwehrtürme geortet. Die gilt es natürlich zu vernichten. Ein Infabwehrturm. Okay. Trifft sich passend. Die ersten Abwehrtürme haben wir eigentlich schon.
Du kümmer dich um den. Gut. So, jetzt zerlegt mir die Sturmtrooper. Und ihr rückt auch mal vor. So, die Time-Mauler, das... Ihr wisst ja, wie ich zu ihnen stehe. So, vorrücken. Kommt, hopp, hopp. Das muss effizienter gehen. Ja. Ja, okay. Ich möchte nichts gesagt haben. Aber jetzt lohnt es sich nicht mehr, neue T2Bs reinzuholen. Weil, sobald wir diese, ich sag mal, Feinde losgeworden sind, steht uns eigentlich nichts mehr im Wege. Also, ein Sieg ist eigentlich absehbar. Perfekt. So. Jetzt werden noch die letzten verbliebenen Türme zerstört. Und die X-Wings können abziehen. Alle Türme ausgeschaltet. Lasst uns diese Schiffe hier rausbringen. Die Z95 können wir in Rente schicken. Diese X-Wings werden mit allem fertig, was das Imperium uns schickt. Fast. Gut, wir haben gesiegt. Die Stimme fehlt jetzt zwar. Meine CD ist ziemlich verkratzt, aber das macht ja nichts. Diese Maschinen gut. Könnten uns helfen, aber ich habe Angst um die Bewohner von Phresia und die Incom-Wissenschaftler. Das Imperium könnte ein Exempel an ihnen statuieren. Nun, dann überlegen wir mal, wie wir Phresia verteidigen. Wir dürfen das nicht zulassen. Ich fürchte, das können wir nicht. Wenn die Allianz überleben soll, müssen wir unsere Ziele weise auswählen. Nur so können wir die Unterdrückung in allen Systemen beenden. Nicht nur auf Phresia. Wir sollten sofort zurückschlagen. Wir können den Phresianern zeigen, dass sie nicht allein sind. Wir dürfen nicht jenen den Rücken zukehren, die uns geholfen haben. Doch wir können das Imperium nicht frontal angreifen. Vielleicht ist die Zeit gekommen, auf andere Weise zuzuschlagen. Okay, wir schicken mal unsere Bodentruppen erstmal weg von Phresia. Abgefangene Funksprüche haben uns verraten, dass man viele der gefangenen Wissenschaftler nach Kossal bringen will. Wir dürfen sie nicht in der Dunkelheit der Gewürzminen sterben lassen. Wenn wir die Fähren während des Transfers erreichen, könnten wir dem Imperium die Gefangenen direkt vor der Nase wegschnappen. Okay. Kossal, kein Problem. Das brauchen wir noch. Fahrzeug wird produziert. Zwei davon. Dann passt das. Gut. Den Rest der Bodentruppen verteile ich jetzt erstmal auf die Planeten. Wieso? Ja, auf Wayland sollten wir auch mal ausbauen. Wir müssen jetzt ganz dringend ein paar Y-Wings bauen, weil die werden wir brauchen. Wenn wir mal das Missionslog angucken. Die Ionenkanonen. Da holen wir uns jetzt unsere gefangenen Wissenschaftler zurück. Zu Befehl. Unterwegs. Y-Wing-Geschwader hier. Konstruktion abgeschlossen. Y-Wing-Geschwader hier. So. Im Prinzip geht's Let's Play so weiter mit den Rebellen, wie es mit dem Imperium aufgehört hat. Geld sparen, Geld ausgeben, Krieg. Y-Wing-Geschwader hier. Gut. Auf nach Kossal, Männer. Taktisches Gefecht. Starr. Unsere erste, ich sag mal, richtige Raumschlacht. Sieht so aus, als wäre der Konvoi bereits unterwegs. Diese Fähren sind unsere Ziele. Y-Wing-Geschwader, setzt eure Ionenkanonen ein, um sie zu deaktivieren. Ja, Sir. Empfange eure Nachricht. Ich kümmere mich darum. Y-Wing-Geschwader hier. Ich sollte jeden Augenblick da sein. Y-Wing in Bereitschaft. Eure Befehle?
Geschwader hier. Wir greifen an. Berechne Kurs. Ziel bestätigt. Wie kann ich helfen? So, unsere Fregatten müssen. Richtig beefen. Ah, da hinten kommen noch mehr Fähren. Hab eine. Fähre ausgeschaltet. Die hier ist außer Gefecht, Commander. Bomber bereit. Okay, die Bomber sollen weiterrücken. Wir müssen mindestens einen Warwing-Geschwader übrig lassen, Männer. Okay, das ist ein bisschen mies gelaufen für die Warwing-Geschwader. Sternenzerstörer sind im System aufgetaucht. Ihr müsst die Rettungsaktion beenden, bevor sie unsere Schiffe angreifen. Und das ist die gute Nachricht, nehme ich an. Habe verstanden. Oh, was? Melde mich wie befohlen. Kommt schon, ihr Pimmel. Wie kann ich helfen? Ja, Sir. Mann, dann ladet das Scheiß, eure Scheißkanonen schneller auf. Ihr müsst dieses Ding zerstören. Ausmanövrieren, gefechtsunfähig machen. Und ihr müsst lang genug aufhalten. Melde mich wie befohlen, Commander. Männer. Auf geht's. Perfekt. Wir haben alle Gefangenen aufgenommen. An alle. Rückzug in den Hyperraum. Lasst uns hier verschwinden, bevor das Imperium schweres Geschütz auffährt. Super, das sagst du. Jetzt, wo es zu spät ist, Kumpel. Echt mies, ey. Wir haben 4 Warwing-Geschwader verloren. Die müssen wir sofort ersetzen. Die geretteten Incom-Wissenschaftler haben uns mit wissenschaftlichen Erkenntnissen überhäuft, die der gesamten Rebellion zugutekommen. Wir haben Glück, sie auf unserer Seite zu wissen. Dennoch scheint das Imperium für uns noch mehr auf Lager zu haben. Es gibt Gerüchte, dass sie zurzeit an einer Superwaffe arbeiten. Beim Imperium glauben viele, diese Waffe würde der Allianz ein für alle Mal den Garaus machen. Wenn es diese Waffe gibt, werden wir sie finden und vernichten. Wir können nur hoffen, dass es so einfach ist. Während wir den Gerüchten nachgehen, erreichen uns immer mehr Hilferufe aus benachbarten Systemen. Okay, wir müssen ihnen im Kampf gegen das Imperium beistehen. Ja, bleibt hier. Ich glaube, deine Dienste sind wieder gefragt. Wir helfen allzu gerne in allen... Das ist toll, C3PO. Die Allianz muss mehr über die Pläne des Imperiums erfahren. Und R2s Fähigkeit, das Netzwerk zu analysieren, ist der beste Weg, diese Informationen zu bekommen. Oh je, wird das etwa gefährlich? Beruhige dich, C3PO. Du überhitzt noch deine Schaltkreise und jetzt ist nicht die Zeit, auf dich zu verzichten. Neue Bauoptionen. Okay, Diebstahlfeld bei Mon Calamari. Ich halte das nicht für eine gute Idee. Das Imperium wird uns kriegen. Okay, was sollen wir klauen? Ich sehe keine Informationen über diese Superwaffe, aber anscheinend gibt's dort eine Menge Technik, die wir uns sichern sollten. Wir werden also leicht etwas kriegen. Mal sehen, wie das geht. Was sollen wir uns holen? Schwere Fabrik? Holen wir uns die schwere Fabrik. Diese Daten abrufen. Ich lasse es Sie wissen, wenn er soweit ist. Großartig. In der Zwischenzeit schauen wir uns mal an, was das Imperium in diesem Sektor noch so treibt. Okay, bauen wir erstmal eine Offiziersakademie hier. Dann bauen auf jeden Fall mal eine schwere Fabrik hier. Oh, ups. Das ist eine leichte Fabrik. Wir wollen eine schwere Fabrik bauen. Hier bauen wir am besten gar nichts, weil Alderaan, ihr wisst ja, was mit Alderaan passiert. Alderaan ist so ein, ich sag mal, Spot. Korrigiere Kurs. Auf den können wir verzichten. Sagen wir es so. So 2 Nebulon B-Fregatten und dann sind wir auch pleite. Gut, Beeilung. Hopp, hopp. Konstruktion abgeschlossen. Wir wollen Alderaan als Minenkolonie benutzen. Wir haben es geschafft. R2 hat die gewünschten Daten des Imperiums entdeckt. Eure Taten sind ein leuchtendes Beispiel für die Allianz, tapfere kleine Droiden. Die Technologie, die ihr beschafft habt,
bringt uns im Kampf gegen das Imperium einen großen Schritt weiter. Ja, genau. Meine Güte, ich danke euch. Die Daten über diese Superwaffe des Imperiums haben wir nicht bekommen. Sie müssen diese Informationen gut versteckt haben. Nun, die Droiden können ja weiter danach suchen. In der Zwischenzeit suchen wir andere Kanäle nach Informationen ab. In der Tat. Es widerstrebt mir, jene zu benutzen, die mit uns fühlen. Aber ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Ich werde mit unseren Freunden im Senat Kontakt aufnehmen. Ich würde sagen, wir bauen erstmal zwei MPTL. Das Imperium ist in jeder Aufregung wegen einiger Vorkommnisse auf Kashyyyk. Anscheinend hat ein Schmuggler, ein ehemaliger Soldat des Imperiums, ein paar Wookies befreit. Wir haben einen entsprechenden Funkspruch von dort abgefangen. Ist mir egal, wo er angeblich ist. Er ist nicht da. Nein, ich kann Sie nicht fragen. Sie schießen auf mich. Ja, ja, ich suche weiter. Warum auch immer. Er befreit Wookies aus den Händen imperialer Sklavenhändler. Wir sollten ihn unterstützen. Ja, das finde ich eine gute Idee. Stellt Truppen zusammen und führt sich schleunigst nach Kashyyyk. Aber erstmal gucken wir uns, was wir bei den Imperium noch so ein bisschen abgreifen können. Zum Beispiel hier Raketen, Fregatten. Dann würde ich sagen, schnappen uns unsere Army. Schnappen uns noch mehr Army. Auf Dantooine sind wir jetzt bis... im Moment sind wir noch relativ sicher. Die Artillerie geht mit. Wir brauchen noch mindestens... 3x T2B, dann brauchen wir noch. Was brauchen wir noch? Flottenkommandeur brauchen wir jetzt nicht zwingend. Verzeihung. Vielleicht ein Hexer. Nalhutta. Reload. Gehört zu den Black Sun Piraten. Ja, die Black Sun Piraten. Shola wurde erobert. Dann ist es bei Reload auch nur noch eine Frage der Zeit. Korriban. Ja, Korriban müssten wir theoretisch holen, aber noch ist nicht die Zeit, um jetzt hier groß gegen das Imperium Krieg spielen zu können. Wollen. Erstmal müssen wir gucken, dass wir Geld verdienen und Soldaten ausbilden und nebenher ein bisschen alles abziehen, was geht. So, wir brauchen, ja, die korelianischen Kanonenboote brauchen wir jetzt nicht zwingend. Neue Bauoptionen. Die Türme wären nicht schlecht für Bodenverteidigung, aber auch das wird bei den imperialen Truppen leicht schwierig, selbst mit Bodentürmen. Ihr habt es an der Imperialen gesehen. So, Raidot ist der letzte Punkt der Black Sun Piraten neben Korriban. Ah, ihr seid zurück, gut, dann fliegt man nach Kursar und guckt mal, was ihr mir klauen könnt. Die dicke Ionenkanone. Kennt man ja aus Teil 5. Wo sie da imperiale Sternzerstörer einfach aus dem Orbit pusten. So. Richtig nice. Aber jetzt müssen wir gucken, dass wir nochmal zwei hiervon und einen davon herkriegen. Und damit es schneller geht, machen wir das auf Dantooine. Hier noch zwei davon, einen davon. Und du nach Kursal. Melde mich wie befohlen. Kampfbereit. Artillerie online. Oh, da hatten wir ja nochmal. Ja, gut, bleibt du mal hier unten. Ihr kommt mal nach Yavin 4. Bei Yavin 4 wurde ja der erste Todesstand zerstört. Bin unterwegs. Im vierten Teil. Ja, bleibt immer hier. Oder wie kommen wir eigentlich nach Kashyyyk? Dazu müssen wir ja über... Gott. Klau da mal noch die korelianische Korvette. Den schicken wir mal... holen wir uns Quad und dann Butawi. Wobei ich sagen würde, wir gehen jetzt erst Quad holen und dann holen wir uns Kashyyyk. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir schießen mal nach Alderaan rüber. Auf Dantooine. Gucken wir mal, wie viele Bauslots haben wir da noch. Nicht mehr viele. Dann schicke ich dich nochmal nach Kursal zum Stehlen. Oh. Infiltrator Trainingsanlage. Und wir klauen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wo wir dann weiter überlegen, wie wir nach Kashyyyk kommen. Bis dahin, auf Wiedersehen.